Instagram-Make-ups sind scheiße. Natürlich nicht. Was möchte ich dir da damit sagen? Naja, ich kriege immer wieder Fragen, wo man mich fragt, Patrick, kannst du mir erklären, wie man das schminkt? Und dann gucke ich mir das Bild an oder das Video und denke mir, warum willst du das wissen oder warum willst du das können? Weil das ist schon High Level. Fang doch erstmal bei der Basis an. Wenn ich mir dann das Profilbild anschaue oder das Profil von der Person, die mir die Frage gestellt hat, dann denke ich immer, warum denn immer mit so was Kompliziertem anfangen? Warum denn nicht bei der Basis? Leute, auf den ganzen Schulen oder beziehungsweise auf den ganzen Coachings, wo ich bis jetzt unterrichtet habe, immer wenn Schüler kamen, wollten die Schüler das absolut krasseste Make-up am liebsten beigebracht bekommen, wo ich mir denke, aber beginn doch mal mit der Basis. Wenn du noch nicht mal einen Lidschatten geil auftragen kannst, ein, zwei Farben, und zwar sowohl bei einer 16-Jährigen als auch wie bei einer 80-Jährigen, wenn das nicht funktioniert, warum möchtest du dann so Instagram-Make-ups mit irgendwelchen harten Konturen, krasse Eyeliner, irgendwelche strengen Schattierungen mit 3, 4, 5 Farben, am besten noch mit Pigmenten? Ja, es sieht geil aus, aber fang doch an der Wurzel an, an der Basis. Und das ist meistens nach außen hin ein sehr einfaches Make-up, aber hey, man sollte erstmal die einfachen Dinge beherrschen und zwar aus dem FF, so dass egal welche Kundin vor dir steht, du sagen kannst, hey, kein Problem, ich krieg zumindest ein stinknormales Make-up bei dir hin, wo richtig geil aussieht. Aber wenn diese Basis noch nicht zu 100% sitzt, naja, warum möchte man dann irgendwelche Instagram-Make-ups machen? Das finde ich immer so verrückt. Oder letztes Mal hatte ich eine Frage, ob ich vielleicht zeigen kann, wie man Augenbrauen malt, aber nicht die normalen, sondern wie so eine Drag Queen. Weißt du eigentlich, dass Drag Queen die höchste Kunst des Make-ups ist und kein Make-up-Artist, also wirklich, ich kenne keinen Make-up-Artist, der ein Drag Queen Make-up zu 100% beherrscht. Noch nicht mal die besten Make-up-Artisten aus dem deutschsprachigen Raum, die schon seit 40 Jahren auf dem Markt sind, schaffen es, ein Drag Queen Make-up zu schminken. Warum machen denn die ganzen Drag Queens ihre Make-up selber? Naja, weil es keiner hinbekommt. Das ist einfach so. Und warum möchte man aber sowas lernen? Ja, es sieht geil aus. Aber das ist doch nicht der Kunde. Warum möchte man immer gleich noch keine Erfahrung, noch keine Berufserfahrung, noch keine Erfahrung mit normalen Kunden, die einem Geld bringen, aber immer gleich volles Rohr. Instagram-Make-ups, harte Augenbrauen, Zeichnen, Schattierungen mit 4, 5 Farben, Strobing, Glitter, bam, bam, bam. Wo ich mir denke, so, fang doch erstmal an, das zu lernen, womit man auch Geld generieren kann. Die normalen Make-ups, das, wo du deine Nachbarin von eben an aus dem FF mal ganz kurz 5 Jahre jünger machen kannst, wo auf einmal jeder sagt, wow, siehst du heute gut aus. Das sind doch die Make-ups, was Geld bringen. Nochmal, scheiß Instagram-Make-ups. Ja, aber nur, weil sich so viele blenden lassen von dieser Scheinwelt, was da einem vorgelebt wird. Stell dir mal eine Frage. Ein 14- bis 20-jähriges Mädchen oder eine 14-jähriges Mädchen bis 20-jährige junge Frau, ist das eine Kundin, die bereit ist,
80 Euro zu bezahlen für ein Make-up oder 300 Euro für eine Make-up-Beratung? Oder ist es eher die Frau 40 plus, die einen festen Job hat, die mitten im Leben ist, die vielleicht Unterstützung hat von ihrem Mann, bla bla bla? Das sind doch eher die Kunden. Aber die möchten doch keine Instagram-Make-ups mit irgendwelchen total krassen Schattierungen, sondern die wollen einfach nur verdammt geil aussehen. Und da reicht aber schon die Basis. Warum ich das Video mache, hat einen Grund, weil ich ja auch eine Online-Schule habe. Ja, in der Online-Schule, das ist einzigartig im deutschsprachigen Raum, so etwas, so eine Online-Schule gibt es nicht. Da lernst du von, wie kannst du als Make-up-Artist oder auch als Nicht-Make-up-Artist allgemein, wenn du in der Beauty-Branche bist, wie kannst du passiv Geld generieren. Ja, also alles, wie man, da gibt es mehrere Modelle, all das lernst du da drin. Business, Marketing, also eigentlich alles, was du benötigst und natürlich Make-up. Und da gibt es eine Rubrik mit Content-Wünsche, Videowunsch. Ja, also wo ich immer frage, Mensch, auf was hast du Bock, was für ein Thema? Und manchmal, also nicht nur da, sondern wie gesagt allgemein, werden einfach immer Wünsche geäußert und ich verstehe das. Natürlich ist es interessant, aber mit Dingen, die aber in keinster Weise A, Geld bringen und B, vor allem man sowieso nicht im Alltag anwenden kann bei den Personen, die einem Geld bringen. Ich mache schon seit über 10 Jahren, bin ich in der Make-up-Welt unterwegs. Und wo die Menschen immer den größten Wow-Effekt hatten oder haben, ist es, wenn ich denen zeige, hey, ich zeige dir mal schnell, wie du mit 2 Lidschattenfarben in kürzester Zeit am Kunden extrem geil, krasse Smoky Eyes machen kannst, aber ohne, dass du dich da verkünstelt musst mit was weiß ich was. Und danach heißt immer, wow, das sieht ja geil aus, mit so wenig Aufwand. Ja, das ist eben das, was dem Kunde, was einem im Kundensicht sozusagen diesen Wow-Effekt rüberzaubert, weil er sieht, hey, naja, das, wenn ich da übe, da komme ich auch hin. Und wenn du dann jemanden berätst, dann ist er auch bereit, Geld dafür auszugeben, weil er weiß, naja, die zeigt mir jetzt nicht irgendwie ein übertriebenes Instagram-Make-up, wo ich sowieso nicht hinbekomme, sondern die Person zeigt mir ein Make-up, das geil aussieht und ich habe als Kunde auch zu Hause hinbekommen. Und dann bezahlen die Menschen auch dafür. Aber auch diese ganzen Instagram und diese ganzen verrückten Make-ups, das ist doch nicht die Realität. Hey, unsere Kundenzielgruppe, die Geld hat, die haben Fältchen, eine unruhige Haut, ein unruhiges Lid. Das ist nicht mehr spiegelglatt oder sonst irgendwas. Also braucht man sich doch gar nicht auf dieses ganze Instagram, Make-ups und was weiß ich was alles fokussieren. Nochmal, ich schaue es mir auch an. Ich bin Make-up-Artist und ich feiere diese Make-ups. Und ich finde es geil, diese Make-ups. Aber es bringt mir kein Geld. Also warum soll ich mich auf etwas konzentrieren, was mir persönlich kein Geld bringt? Oder schau dir doch mal irgendwelche Hochglanzmagazine an. Vogue, Elle, die ganzen großen Sportkonzerne. Siehst du da irgendwo auf den Plakaten ausgeflippte, krasse Make-ups mit verrückten Schattierungen? Das sind alles normale Make-ups. Aber die dafür richtig geil ausgearbeitet. Und glaub mir eins, wenn du dich auf die Basis konzentrierst und deine ganze Energie in die Basis reinsteckst, auch wenn es für dich erstmal nach wenig aussieht, aber wenn du die Basis aus dem FF beherrschst und sagen kannst, hey, wenn du zu mir kommst, du wirst rausgehen, du wirst einfach nur strahlen und die Menschen werden dich ansprechen und sagen, wow, du siehst auf einmal so frisch und so jung aus. Und da benötigt es aber nicht viel, da benötigt es nur Wissen, Können und weniger Produkte. Also weniger ist mehr. Aber diese verrückten Sachen, naja, okay, wenn du zum Beispiel eine orientalische Hochzeit schminkst, irgendwelche Südländer, wie auch immer, also da sind natürlich ausgeflippte Make-ups dementsprechend schon in. Aber dann musst du dich auch wieder fragen, ist das deine Zielgruppe? Naja, also wenn du dich nicht mit der Nationalität beschäftigst oder mit der Kultur, was gefragt ist, was die wollen, dann wirst du auch keine Kunden generieren. Also auch da musst du dich, wie gesagt, immer beschäftigen und rausfiltern, Mensch, welche Zielgruppe bringt mir denn Geld? Und darum sage ich, scheiß Instagram-Make-ups.
Weil ich immer wieder denke, Leute, konzentriert euch doch bitte mehr auf die Basis. Und wenn es noch so stinklangweilig ist, aber bevor du die Basis nicht beherrschst, dann leg dein Fokus doch nicht auf etwas, was enorm aufwendig ist und wo du auch genau die spezielle Kundin benötigst, damit es auch geil aussieht. Weil diese Instagram-Mädels sind nicht so umsonst Instagram-Mädels. Naja, die haben einfach perfekte Gesichtszüge, wo du ein paar Striche machst und wo alles geil ist und einfach du auch das hast, was du benötigst für so ein Make-up. Aber das ist nicht die Realität. Also, konzentriere dich bitte auf die Basis und nicht auf diese scheiß Instagram-Make-ups. Guck sie dir an. Ja, man kann inspiriert werden, man kann Ideen holen. Aber es ist nicht die Basis. Bevor du, wie gesagt, keine 40-Plus-Frau picobello schminken kannst, aus dem FF, egal ob sie Fältchen hat, eine unruhige Haut oder sonst irgendwas, bevor du das nicht kannst, zu 100%, musst du dich mit nichts anderem beschäftigen, weil es einfach vergeudete Zeit ist, die kein Geld bringt. Rock the Make-up, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen da lassen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!